Wo gucke ich rein? Da rein. Da rein. Herzlich willkommen und schönen guten Abend zur dritten knackigen Stunde der Kaufmannschaft der Bielefelder Altstadt. Wir sind heute hier zu euch gekommen. Bei Burgkonzept. Entschuldigung, ich bin wieder zu lustig. Wir sind heute hier bei Burgkonzept und sagen schon mal vielen Dank an Stefan Bruns. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich, dass ich hier wieder Gastgeber sein darf. Und freue mich auf einen spannenden Abend und ein interessantes Referat von Herrn. Nee, Gastgeber sagst du gleich. Viel Spaß. Ja, vielen Dank, Stefan. Eine besondere Location hier am Oberen Torwall mit wundervollen dänischen Möbeln. Danke, dass wir hier sein dürfen. Es bewegt sich etwas in der Bielefelder Altstadt und wir haben uns überlegt, zur dritten knackigen Stunde wollen wir es heute mal ganz besonders machen und streamen heute live. Also ihr hört und seht uns überall auf Facebook, auf Instagram und sonstigen Kanälen. Meine Mutter sitzt, glaube ich, zu Hause und wartet im Fernsehen. Ich glaube, das wird schwierig, aber ich erkläre das morgen nochmal. Auf jeden Fall haben wir einiges vor in der Bielefelder Altstadt. Das nächste Eventthema zum Beispiel ist das Eventthema Hut ab am 6. April. Und da haben wir so einiges vor und erwarten nach letztem Jahr ca. 100.000 Besucher in der Bielefelder Altstadt. Das wollen wir dieses Mal noch toppen. Das Wetter soll toll werden. Über 100 Künstler haben wir gebucht, die an diesem Abend und an diesem Nachmittag, es geht um 15 Uhr los, die gesamte Bielefelder Altstadt bespielen. Also eine große Geschichte. Wir ziehen den Hut ab. Was gibt es noch in der Bielefelder Altstadt? Ein Citylauf wird es erstmalig wiedergeben. Am 26. Juni gibt es den AOK Firmenlauf. Wir haben uns überlegt, es muss noch beweglicher werden in dieser Bielefelder Innenstadt und haben einen Lauf genehmigt mit der Stadt Bielefeld zusammen. Der wird an einem Mittwoch stattfinden und nach Geschäftsschluss können dann auch alle Bielefelder Kaufleute oder auch sonstige Kunden, die sich vorher angemeldet haben, an diesem Firmenlauf teilnehmen. Also sportlich wird's. Ja, was gibt es sonst? Die Kaufmannschaft der Bielefelder Altstadt hat gerade die 200 Mitglieder geschrubbt und wir sind sehr stolz, da kommt richtig Bewegung rein und wir haben eine starke Tendenz nach oben. Es gibt immer wieder Läden, die leider schließen, aber es gibt auch ganz viel Bewegung nach vorne und viele neue Partner, teilweise auch Partner, die nicht direkt mit der Handelsstruktur in der Altstadt zu tun haben. Aber das macht gar nichts, weil das Netzwerk ist groß und wir haben gerne viele, weil viel hilft viel und viel Bewegung ist gut für die Bielefelder Altstadt. Digital. Schneller, transparenter, leichter, mit vielen Vor- und Nachteilen. Jeder benutzt ein Handy heutzutage. Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, auch die Mutter benutzt ein Handy mit 83 Jahren. Sie benutzt es allerdings eher zum Telefonieren. So war es, glaube ich, auch mal gedacht. Heute gibt es viele andere Dinge, die wir damit verbinden und das sind zum Teil halt auch die Geschichten, die den Handel natürlich, auch den stationären Handel besonders verändert haben, weil wir haben halt eine starke Online-Struktur und deshalb haben wir heute dieses Thema digitale Innenstadt, moderne digitale Innenstadt und dazu begrüße ich jetzt Gregor Moss. Vielleicht kommst du einmal zu mir rüber. Herzlich willkommen und schönen guten Abend. Ich weiß, dass Gregor ein exzellenter Skifahrer ist und gebürtig nicht aus Bielefeld kommt. Warum er gerade in Bielefeld verblieben ist und was er zum heutigen Thema moderne digitale Innenstadt zu sagen hat, das wird er jetzt
ja, euch Ihnen präsentieren. Ich bedanke mich schon mal sehr und freue mich auf Gregor Moss. Herzlich willkommen. Ja, lieber Hennert, liebe Gäste und alle, die an den Geräten zu Hause sitzen oder unterwegs sind, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie mir Gehör schenken. Das Hennert Zimmert hat das gerade angesprochen. Die Digitalisierung wird weltweit und auch natürlich in Deutschland sehr lebhaft diskutiert. Alles redet über Digitalisierung und viele verzweifeln dann doch daran, weil sie mit dem Begriff nicht so richtig umgehen können. Und ich tröste Sie, ich kann Ihnen auch keine abschließende Begriffsbestimmung heute nennen. Digitalisierung ist so viel, so mannigfaltig, man kann es kaum in Worte fassen. Eins ist klar, die Welt verändert sich momentan, sie verändert sich in rasenden Schritten. Und wir müssen in irgendeiner Form als Stadt darauf reagieren. Das Land tut es, der Bund tut es und das versuche ich Ihnen mal in wenigen Sätzen klarzumachen, was sich da alles momentan tut. Also das eine ist das Land Nordrhein-Westfalen, das hat durch den Regierungswechsel zuletzt sehr stark sich dafür eingesetzt, dass das Thema Digitalisierung und Digitalisierung sowohl in den Verwaltungen als auch in den Kommunen beschleunigt wird, dass an den Schulen etwas getan wird. Da sind ganz verschiedene Ministerien mit unterwegs mit dem Thema. Das geht rasend schnell und insofern hat man dann auch darum dafür geworben, dass in den Land Nordrhein-Westfalen sich etwas verändert. Dazu hat man 5 sogenannte Modellregionen ausgewählt und eine Modellregion ist Ostwestfalen-Lippe. Und da hat die Federführung die Stadt Paderborn übernommen und von Paderborn aus wird das jetzt koordiniert. Wir haben uns dazu entsprechend beworben. Wir haben gesagt, wir möchten daran auch partizipieren als als Mitglied dieser Modellregion. Und was es damit auf sich hat, das werde ich gleich noch erklären. Der Bund hat das Thema für sich entdeckt. Der Bund hat jetzt ein neues Förderprogramm aufgerufen. 750 Millionen Euro werden in den nächsten Jahren an 50 Städte vergeben werden, also mithin 15 Millionen Euro pro Kommune, so im Schnitt. Da geht es um den Begriff Smart Cities. Der Name Smart ist uns allen geläufig durch das Smartphone. Also wir reden ja heute nicht mehr vom Handy, wir reden alle schon vom Smartphone, also von dem intelligenten Telefon, das viel, viel mehr kann als Großmutter das eben macht, dass sie damit nur telefoniert, sondern diese Geräte können heute ganz andere Welten einem eröffnen und erschließen. Und insofern verbindet man mit dem Begriff Smart City auch eine ganze Menge, was will man in der Zukunft alles tun. Auch da muss man sagen, ist die Welt unterschiedlichst unterwegs. Wenn man in 10 Städten, ich würde mal tippen, in 10 Städten nachfragt, was versteht man unter Smart City, wird man 12 verschiedene Antworten bekommen. Und das wird nicht reichen, um diesen Begriff überhaupt in irgendeiner Form zu erfassen. Ich kann nur sagen, an dieser Stelle, weil wir auch international viel unterwegs sind, weil wir uns austauschen, was geht denn so in Europa noch in verschiedenen Bereichen, darf ich sagen, dass Deutschland wirklich hinterherhinkt hinter der gesamten Situation. Ich nenne mal so ein Beispiel, die baltischen Staaten werden immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, aber die baltischen Staaten, insbesondere Lettland, ist unheimlich weit in Sachen Digitalisierung, ist unheimlich weit in diesen Entwicklungsfragen. Oder ein anderes Beispiel, die skandinavischen Länder, auch die sind deutlich weiter, als das in Deutschland man sagen darf. Ich nenne auch hier mal ein Beispiel, versuchen Sie mal in Schweden in der Bäckerei ein Brötchen bar zu bezahlen, Sie werden Kopfschütteln ernten. Sie können in Schweden schlicht und ergreifend nicht mehr mit Bargeld bezahlen. Das läuft dort alles bargeldlos. Das ist eine Situation, die man sich in Deutschland noch nicht vorstellen kann, aber die wird kommen. Das ist auch so sicher wie das Amen in der Kirche. Also da muss man in irgendeiner Form drauf reagieren. Das wird man nicht von heute auf morgen ändern können. Dazu bedarf es eines langen, langen Zeitraums, aber wir müssen uns erstmal auf den Weg machen. So, und jetzt komme ich zurück zu dem, was das, und jetzt habe ich ja ganz vergessen, auch die Stadt Bielefeld schläft natürlich nicht. Die Stadt Bielefeld hat einen weisen Stadtratsbeschluss gefasst, nämlich den, dass man gesagt hat, wir müssen in irgendeiner Form reagieren. Auch wir brauchen in Bielefeld eine Digitalisierungsoffensive und deswegen hat man sich dazu durchgerungen, einen Digitalisierungsausschuss zu gründen. Dieser Ausschuss hat sich gerade gegründet. Das ist also ein erster Schritt und ein deutlicher Wink dafür, dass die Politik in Bielefeld das Thema sehr ernst nimmt. Das hat es in der Vergangenheit selten gegeben, dass für ein neues Thema extra dafür ein Ausschuss ins Leben gerufen worden ist.
hat man aber jetzt getan. Und jetzt geht es noch um die Strukturen, wie man diesem Ausschuss zuarbeitet, in welcher Form man das tut, wer tut das. Und zunächst einmal sind betraut zwei Dezernate damit, das Dezernat meines Kollegen Kaschel, der ist eigentlich für die Finanzen zuständig, aber auch für die innere Organisation. Insofern ist er mit dafür verantwortlich. Und mein Dezernat, das ist für Stadtentwicklung verantwortlich und auch für die Wirtschaft verantwortlich. Und insofern hatte man darum gebeten, dass wir beide das erstmal federführend bearbeiten. Das heißt nicht, dass wir das abschließend tun werden. Kann gut sein, dass wir im Laufe des Prozesses das Thema abgeben werden an andere, die dann das Thema federführend bearbeiten. Also da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. So, und jetzt sind wir da, dass wir als Stadt Bielefeld uns Gedanken darüber gemacht haben. Das war nicht ich von Person, sondern vielmehr der Kollege Böhm, der ist auch anwesend. Der Kollege Böhm hatte die Idee, dass wir im Grunde genommen eine Offensive starten sollten für die Bielefelder Innenstadt. Warum? Weil dieser Begriff Smart City, das habe ich eben versucht zu erklären, sehr sperrig ist und unheimlich breit gefächert ist und es ist sehr schwierig zu greifen, zu erfassen, was ist denn mit Smart City eigentlich gemeint? Deswegen Erlebnisraum Innenstadt. So, und das ist vielleicht etwas besser oder griffiger zu verstehen, wenn man versucht zu erklären, was wir getan haben. Wir haben also zunächst einmal einen Gutachter beauftragt, den Herrn Rehme. Der kommt vom Rhein. Ich glaube, sein Firmensitz ist Düsseldorf. Und Herr Rehme berät Kommunen bei genau diesen Fragestellungen, was kann man denn tun in Richtung Digitalisierungsoffensive für die Innenstadt. Was wissen wir? Wir wissen, dass die Innenstädte perspektivisch ein großes Problem haben werden. Warum? Das brauche ich Ihnen als Einzelhändler nicht zu erklären. Ihre Umsatzzahlen werden mit Sicherheit nicht in diese Richtung gehen, sondern im besten Fall ist das ein ganz leichter Steigungsflug. Im besten Fall, aber meistens ist es so, dass Ihre Umsatzzahlen eher sinkend sind, während die Zahlen des sogenannten Onlinehandels in diese Richtung weisen, und zwar endlos. Also momentan ist ein Ende nicht abzusehen. Und vor diesem Hintergrund machen wir, die wir Verantwortung auch für diese Städte mittragen, Gedanken darüber, wie kann man in diesem Prozess stationärer Einzelhandel diese Kurve und Onlinehandel diese Kurve, wie kann man dem entgegenwirken? Das eine ist, dass wir unsere Städte attraktiv machen. Das haben wir versucht mit unserer Altstadt, das tun wir mit vielen, vielen anderen Produkten. Die werden auch unterschiedlich diskutiert. Ich will jetzt nicht mit dem Thema Verkehr anfangen, aber da kann man geteilter Meinung drüber sein. Aber alles das soll dazu dienen, die Innenstädte attraktiv zu halten. Das ist das, was wir als Stadtplaner für sie tun können. Aber jetzt ist die Frage, was können wir denn darüber hinaus für sie, gegebenenfalls nicht für sie, sondern mit ihnen gemeinsam tun? Und dabei ist die Idee aufgekommen, man müsste im Grunde genommen versuchen, das Thema stationärer Einzelhandel versus Onlinehandel in irgendeiner Form für sich selber zu nutzen. Und da haben wir eben Herrn Rehme um Rat gefragt. Herr Rehme hat dazu verschiedene Formate ins Leben gerufen. Wir hatten einen Diskussionsabend, wo wir mit sogenannten Stakeholdern darüber diskutiert haben, wie sieht denn die Zukunft des Einzelhandels in einer Innenstadt aus unterschiedlichen Betrachtungswinkeln mal begutachtet, haben das gesammelt, haben uns in verschiedenen Gesprächsrunden wieder mit diesen Stakeholdern an einen Tisch gesetzt und einen Meinungsaustausch gehabt, was kann denn zukünftig gehen. Und dabei rausgekommen ist im Grunde genommen etwas, was ich jetzt versuche, in wenigen Sätzen Ihnen zu erklären. Ich nenne das mal unter dem Oberbegriff Bielefeld-Card. Also jeder weiß, Karten habe ich genug. Also ich kriege beim Bäcker eine Karte, eine treue Karte, ich kriege überall Karten. Und mittlerweile platzt das Portemonnaie aus allen Nähten, weil ich X-Karten habe, Bonuskarten, Mitgliedskarten und, und. Aber jetzt müsste man mal überlegen, das müsste man alles wieder zusammenfassen, mal in eine Karte. Und Henna Zimmert hat es eben gesagt, ich bin begeisterter Skifahrer schon seit sehr, sehr langer Zeit. Und ich weiß dass das viele andere Orte heute schon machen, Skiorte. Ich kaufe mir also eine Skikarte. Im besten Fall ist es so, dass Sie Ihr Hotelzimmer mit der gleichen Karte öffnen. Warum? Weil ich die Karte im Hotel bekomme. Ich brauche dafür nicht mehr zum Liftbüro zu laufen. Ich kriege die an der Rezeption. Ich kann mit der ein und derselben Karte mein Hotelzimmer öffnen, kann die Garagentür öffnen, kann von mir aus, wenn es da ist, einen Wellnessbereich nutzen. Ich kann damit ins Hallenschwimmbad im Dorf gehen und ich kann damit natürlich auch Skifahren. Und glauben Sie bitte nicht, dass die Liftbetriebe dabei Schluss machen, sondern die wissen genau von Ihnen, die legen von Ihnen ein Bewegungsprofil an, die können Ihnen exakt sagen, wo Sie an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit welchen Lift benutzt haben.
das interessiert die jetzt gar nicht so sehr, ob das jetzt die Person Gregor Moss war, der da war an diesem Skilift, aber die möchten einfach anhand des Bewegungsprofils identifizieren, welche Lifte sind attraktiv, welche Liftkapazitäten müssten ausgebaut werden und welche sind eher nachrangig zu betrachten und. Kann man eine ganze Menge Herleitung und Ableitung machen. Und das jetzt als Beispiel nutzend, muss man mal transformieren auf eine Stadt wie Bielefeld. Jetzt haben wir hier keine Liftanlagen, aber man könnte sich ja mit so einer Karte folgendes Modell mal vorstellen. Als reines Gedankenmodell. Mit der Fragestellung, was wissen Sie als Einzelhändler eigentlich über Ihre Kunden? Ich kann mich noch sehr gut erinnern an ein Weihnachtsessen der Kaufmannschaft Altstadt, wo Sie so ein Internet Experten und Online-Handel-Experten bei sich hatten, der fragte sie auch, was wissen Sie denn über Ihre Kunden? Eins ist klar, der Online-Handel weiß alles über seine Kunden. Da sind wir wieder bei dem Thema, was ich eben angesprochen hatte. Sie wissen und glauben gar nicht, was der Online-Handel alles über seine Kunden weiß. Der kennt sämtliche Verhaltensmuster seiner Kunden. Nicht umsonst ist es so, wenn Sie heute im Internet irgendwas mal recherchiert haben, dass permanent irgendwo rechts im Content-Marketing eingeblendet wird, dass Sie doch dieses Produkt sich schon mal angeschaut haben und sich dafür interessiert haben. Also das kommt gebetsmühlenartig wieder. Da sind Sie als stationärer Einzelhandel meilenweit von weg. Und Herr Rehmer hatte jetzt gesagt, da muss man versuchen, das wieder zusammenzuführen und versuchen, im Grunde genommen eine Struktur aufzubauen über eine solche Karte, die Sie in die Lage versetzen, demnächst mehr zu wissen über Ihren Kunden. Jetzt muss man auch wieder wissen, Datenschutzgrundverordnung ist ein sehr ernstzunehmendes Thema. Datenschutz ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Da will niemand reinfunken, aber es ist für Sie sicherlich von Interesse, dass Sie wissen, an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit, wie viele Ihrer potenziellen Kunden sich in der Stadt befinden. Das ist also nicht personalisiert, ich rede jetzt wieder von mir, also ist jetzt nicht unbedingt wichtig, dass der Einzelhändler weiß, dass ich gerade oder meine Ehefrau in der Innenstadt ist und sich dort bewegen, aber wenn der weiß oder der Geschäftspartner weiß, da sind so und so viele Kunden, potenzielle Kunden in der Innenstadt momentan, dann wäre das ja mal der Versuch wert zu sagen, das ist heute ein saure Gurkendienstag, ich habe nicht so viele Kunden heute gehabt, wie ich gerne gehabt hätte, ich haue jetzt mal eine Sonderaktion raus. Heute von 16 Uhr bis 19 Uhr irgendein besonderes Rabattierungssystem, weiß ich nicht, ist ja eine denkbare Lesart. So. Und wie kann er dazu kommen? Er kommt im Grunde genommen dazu, dass er von mir eben angesprochene Karte in irgendeiner Form mitpflegt, mithegt. Was kann man mit dieser Karte noch weitermachen? Man könnte zum Beispiel dem Kunden damit vermitteln, dass er einen ganz besonderen Status genießt. Ich will jetzt nicht sagen einen VIP-Status, aber wenn der Kunde eine solche Karte besitzt, hat er einen gewissen Mehrwert. Und sei es nur den Mehrwert, dass er egal an welches Innenstadtparkhaus heranfährt und sich die Schranke wie von Geisterhand öffnet, er muss kein Ticket mehr ziehen, sondern er fährt an die Schranke ran, die Schranke erfasst, das ist ein Karteninhaber der Bielefelder Innenstadt, Schranke öffnet sich, der Kunde fährt in das Parkhaus rein, er parkt und wenn er seine Einkäufe oder seine Geschäfte erledigt hat in der Innenstadt, fährt er auf dem gleichen Weg wieder raus, das heißt, er muss keinen Bezahlvorgang mehr vornehmen. Abgerechnet wird das System schlicht und ergreifend darüber, dass diese Karte einen Zugang zu seinen Kontodaten hat und der Parkhausbetreiber rechnet dann ab die Echtzeit, die er in dem Parkhaus gewesen ist. Die gleiche Karte können Sie auch dazu benutzen, zum Beispiel um mit Bus und Bahn in die Innenstadt zu kommen, als Alternative. Sie brauchen sich nicht mehr Gedanken darüber zu machen, welches Ticket ziehe ich jetzt und stehen da minutenlang vor irgendwelchen Tafeln, die Ihnen erklären, in welcher Tarifzone Sie sich gerade bewegen, sondern Sie nutzen dann mit dieser Karte schlicht und ergreifend den öffentlichen Personennahverkehr und fahren in die Innenstadt. Das sind solche Gedankenmodelle, die Herr Rehmer angesprochen hatte, die wir in dieser Runde miteinander diskutiert haben, wo wir gesagt haben, das könnte ja Sinn machen. Und eine solche Karte können Sie jetzt weiterdenken. Diese Karte kann dazu benutzt werden, zum Beispiel um die Bielefelder Hallenbadlandschaft oder Freibadlandschaft zu nutzen. Diese Karte können Sie genauso gut nutzen als Zugangsdaten für, ich sag mal, die Stadtbibliothek oder andere öffentliche Einrichtungen. Und. Also mannigfaltig, auslebbar und denkbar. Das war so der Gedankenansatz, den Herr Rehm uns mit auf den Weg gegeben hat. Und letztendlich soll eine solche Karte auch dazu dienen,
ich sag mal eben dieses schwedische Beispiel aufgreifend, möglicherweise zukünftig eben bargeldlos in einer Innenstadt zahlen zu können. Auch das ist denkbar. Dazu bedarf es dann entsprechender Vertragsabschlüsse mit entsprechenden Kreditinstituten, aber so etwas ist denkbar. Und warum macht man das? Man macht das deswegen, weil man versucht, auf diesem Weg der steigenden Kurve und der sehr stark steigenden Kurve des Onlinehandels in irgendeiner Form begegnen zu können. Das bedeutet natürlich auch, dass Sie über ein solches Kartensystem einfach Zugang zu Ihrem Kunden haben, insofern, als dass Sie ihn über Internet ansprechen können. Sie können ihm auch sagen, auch wenn er noch zu Hause ist, was es Besonderes gibt in der Stadt. Sie können auf Events aufmerksam machen und. Also in vielerlei Hinsicht auslebbar, denkbar. Und das ist ein Produkt, mit dem wollten wir uns bei der Modellregion jetzt bewerben. Wir möchten dafür entsprechende Fördermittel einwerben, dass wir so etwas mal initiieren können. Und wichtig ist, dass man klein anfängt, nicht mit dem größten gemeinsamen Nenner, sondern erstmal mit einem kleinen gemeinsamen Nenner anfängt. Denn wenn das eine Erfolgsstory ist, das zeigt einfach die Erfahrung, dann tut es sich leichter mit so einem Produkt, dann kann man so ein Produkt weiterentwickeln und immer weiter ausbauen. Das ist unser Ziel, dafür werben wir, dafür setzen wir uns jetzt ein, dass das von vielen, vielen Menschen mitgetragen wird, damit wir uns erfolgreich bewerben können und dann entsprechende Fördermittel in Anspruch nehmen dürfen. Ja, großartig. Erst einmal vielen Dank. Ich wollte Herrn Moss ein wenig entlasten und vielleicht euch, Sie bitten, in entspannter Manier ein paar Fragen zu stellen zu diesem Thema. Also wer neugierig ist, den begleite ich jetzt mit dem Mikrofon. Der kommt dann auch ins Fernsehen, in das moderne Fernsehen. gibt es Fragen? Da habe ich zum Beispiel einen Experten, der sich auch mit dem Thema beschäftigt. Vielleicht können Sie sich kurz vorstellen. Ja, mein Name ist Uwe Tschirschwitz. Ich bin Geschäftsführer der DIK GmbH und beschäftige mich seit 18 Jahren mit dem Thema bargeldloses Bezahlen. Arbeite im Kern für die Firma First Data, die vielleicht dem einen oder anderen als Synonym Telecash bekannt ist. Und gerade dieses Thema, Herr Moss, mit den Karten, was Sie ziemlich deutlich ja ausgeführt haben, ist natürlich ein absoluter Bringer für den Handel. Ich war glücklicherweise schon in der Situation, mehrere Kartenprojekte in der Art und Weise mit begleiten zu dürfen. Und es stellen sich dann natürlich viele Fragen. Und die Sache mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner ist natürlich das Richtige. Man muss natürlich jetzt hier auch ganz klar unterscheiden. Die Handelsseite und Gastronomieseite hat natürlich völlig andere Bedürfnisse und Anforderungen als eine Kommune wie die Stadt Bielefeld. Das muss man mal ganz klar sagen. Und ich möchte Ihnen vorschlagen, Herr Moss, dass Sie sprachen ja von dem Ausschuss, der sich da gebildet hat. Also ich persönlich würde es begrüßen, wenn in diesem Ausschuss auch ein paar Personen aus der Altstadt oder aus dem Handel allgemein, da muss man ja die Neustadt mit einschließen jetzt in diesem Falle, dass man da vielleicht auch mal die Anforderungen und Bedürfnisse sammelt, dass wir oder dass dieser Personenkreis die Sachen damit einbringen kann. Ja, vielen Dank. Alles klar. Gerne. Ja, wir gehen mal weiter. Gibt es Herr Böhm als Verantwortlicher dieser oder Ideengeber dieser gesamten Geschichte? Haben Sie was, was gerade besonders für den Handel hier in die Runde passt? Naja, ich glaube, Herr Moss hat die Grundidee schon wunderbar formuliert. Das, was als Erkenntnis aus dem bisherigen Prozess heraus erwachsen ist, ist einfach dieser Gedanke, das Ganze groß zu denken, um letztlich möglichst viel Traffic auf so eine Karte, auf so eine Plattform zu bringen. Genauso wichtig ist es eben, ein modulares Vorgehen an der Stelle letztlich Schritt für Schritt zu initiieren. Und da würde ich einfach darauf hoffen, dass aus Ihrem Kreis, wie gesagt, erste Vorgespräche sind ja geführt worden, möglichst viel Input in eine solche Idee reinkommt, damit die Basis, auf der wir das entwickeln können, möglichst groß ist. Also ich kann nur dafür werben, dass letztlich das ganze Thema nur funktionieren kann, wenn alle gemeinsam versuchen, eine große Lösung zu entwickeln, die sich aber, das ist eben wichtig, aus vielen, vielen Einzelteilen zusammensetzen muss.
Vielen Dank. Ja, wir haben das seitens der Kaufmannschaft natürlich schon mal zumindest im Vorstand oder im näheren Vorstand weitergetragen und haben in unserer nächsten Sitzung ist das Thema dann auch akut und dann gibt es auch Input. Also wir sind dran, weil es halt auch spannend ist und wir gerade in der neuen Vorstandsriege, die sich so zum Teil etwas jünger darstellt, auch in der Zukunft auch dahin denken, wie sieht es denn in 3 bis 5 Jahren aus in Bielefeld, wie sieht es in der Bielefelder Altstadt aus. Und deshalb haben wir das Thema heute ausgesucht, passt zum Thema Altstadt, passt da überhaupt was Digitales? Und wir finden beides unheimlich gut zueinander passend. Und eine Frage habe ich gerade noch zu Herrn Moss. Sie haben irgendwann mal erwähnt, dass es in Lettland so eine besondere Geschichte gibt. Vielleicht können Sie darüber noch mal gerade ein bisschen sprechen. Jetzt kein Geheimnis. Also ich habe das eben schon gesagt, die baltischen Staaten sind da sehr weit vorne und ganz besonders weit vorne ist Lettland. Das sind diejenigen, die, was die Digitalisierungsoffensive betrifft, mit Sicherheit in Europa momentan die am weitest fortgeschrittensten Städte sind. Das fängt bei denen an mit dem gesamten Thema E-Government, also während wir hier noch hinterherhaken oder hinken und uns überlegen, was wir denn in Sachen E-Government alles verbessern können, ist für die im Grunde genommen alles online denkbar. Und nicht nur denkbar, sondern auch heute schon faktisch, physisch machbar. Da hinken wir noch meilenweit hinterher. Nenn mal ein anderes Beispiel bei dem Thema Smart Cities. Gibt es so einen interessanten Spruch einer Pflegenden, die sagt, also die übt einen Pflegeberuf aus, die sagt, wenn ich heute ein optimiertes Konzept hätte, mit dem ich Parkplätze vorreservieren könnte, dann könnte ich jeden Tag 2 bis 3 Patienten mehr versorgen, als wenn das eben nicht der Fall ist. Was sagt die gute Dame uns? Die kommt aus Deutschland. Was sagt die uns? Die sagt, ich habe die meiste Zeit verbringe ich damit, in meinem Berufsalltag einen Parkplatz zu suchen, um jemanden häuslich zu pflegen. Also das ist ja eine ganz, ganz tolle Sache. Die Menschen bleiben so lange wie möglich zu Hause. Sind wir wieder bei Muttern und deine ist noch ganz fit, meine auch, Gott sei Dank. Die ist schon 91, also die ist noch topfit, aber trotzdem nimmt die ganz bestimmte Dienste in Anspruch, wo jemand vorbeischaut und mal nach dem Rechten schaut, ganz wichtig. So, und wenn jetzt die Pflegekraft die meiste Zeit damit verbringt, einen Parkplatz zu suchen, ist das uneffektiv. Viel besser wäre es, also darüber nachzudenken, kann man möglicherweise einen solchen Parkplatz online vorbestellen. Nenn mal andere Beispiele, andere Länder, andere Sitten. Ein sehr ungeliebtes Thema für die Kaufleute, aber ein Thema, mit dem wir uns real und reell in den nächsten Jahren auseinandersetzen werden, ist das Thema City-Maut, ist das Thema Zufahrtsbeschränkungen. Das sind Themen, die sind international, werden die geführt. So, und da wird man sich Gedanken drüber machen müssen bei dem Begriff Smart City. Wie funktioniert so etwas? Ich kann mir genauso gut ein System vorstellen, und da sind die eben in Lettland schon relativ weit, oder Verkehrssteuerung. Und. Alles Themen, also das Thema Smart City ist da schon relativ weit vorne. Das sind ganz, ganz viele Facetten, die man sich da vorstellen kann und denken kann. Und wie gesagt, da hinken wir hinterher, da müssen wir aufholen, da haben wir noch eine Menge vor uns. Apropos vor uns, wir haben auch noch einiges vor uns heute Abend. Wie sind wir denn in der Zeit? Sehr gut. Großartig. Wir haben noch ganz viel Futter für ganz viele Fragen. Gibt es seitens der Redaktion, zum Beispiel der NW, irgendwelche Fragen, Herr Kaiser? Ich benutze sie jetzt einfach mal. Wir können es direkt abwickeln. Herzlich willkommen. Danke. Dann möchte ich die Frage bitte direkt an Herrn Moss richten. Sie haben gesagt, Bielefeld möchte sich mit diesem Bielefeld-Card-Projekt bewerben bei der Modellregion. Digitale Modellregion OWL. Was denken Sie denn, was da an Fördermitteln für die Stadt bei herauskommen könnte und welche Zeitschiene sehen Sie? Also wir werden uns nicht mit dem Produkt Karte bewerben, sondern wir werden uns mit dem Begriff der Zukunft Innenstadt bewerben. Also die Frage ist, und das ist ja das Interessante, nicht die Karte ist für den Zuschussgeber interessant, sondern was tun wir in Bielefeld, um genau diesen Trend, den ich eben beschrieben habe, stationärer Einzelhandel versus Onlinehandel, was tun wir, um dem zu begegnen, oder anders ausgedrückt, was tun wir aktiv
gegen die Verödung der Innenstädte. Denn das steht auf der Agenda. Das müssen wir uns mal ganz nüchtern vor Augen führen. Wenn der Einzelhandel den Bach runtergeht, um das jetzt mal umgangsdeutsch zu sagen und ohne Schönrederei, wenn der Einzelhandel in den Innenstädten den Bach runtergeht oder notleidend wird, dann trifft das die Kommunen sehr, sehr hart. Warum? Weil jede Attraktivität in den Innenstädten verschwindet. Aber wenn der Trend so weitergeht, wie er momentan geht, dann wird das passieren. Dann wird uns auch die Gastronomie in den Innenstädten nicht mehr helfen. Warum? Weil dann, wer will dann noch in die Gastronomie in der Innenstadt gehen, wenn es ansonsten nichts mehr zum Gucken gibt und wenn es da nicht mehr dieses Einkaufserlebnis gibt. Also eine Innenstadt mit nur Gastronomie wird am Ende nicht funktionieren. Und genau das ist der Spirit, mit dem wir antreten, um in Düsseldorf dafür zu werben, über die Modellregion OWL. Ist das der Spirit, mit dem wir antreten, mit diesem Gedanken, dass wir sagen, das ist interessant, sich darüber Gedanken zu machen. Das kann ein Baustein sein, um die Innenstädte am Leben zu erhalten. Und ich gehe mal davon aus, dass das Land Nordrhein-Westfalen das auch dann attraktiv findet. Und wenn wir dann ganz, ganz viel Glück haben, dann kriegen wir für so eine erste Idee Fördermittel. Herr Kaiser, ich kann Ihnen nicht sagen, wie hoch die sein werden. Keiner kann das momentan sagen. Also wir haben uns dafür mal ein Budget gesetzt, mit dem wir gedanklich da in den Start gehen. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir damit landen werden. Es wäre jetzt fatal, wenn ich eine Zahl nennen würde, weil das geht mit Sicherheit in die falsche Richtung. Da gibt es eine Frage. Dennis Busjan, eine Firma Magic. Bitte schön. Ja, mich würde einfach mal interessieren, gibt es denn schon ein vergleichbares Modell in einer anderen Stadt in Deutschland oder vielleicht sogar in den baltischen Staaten? Und hat man sich in den baltischen Staaten vielleicht auch mal mit dem Einzelhandel da auseinandergesetzt, beziehungsweise vielleicht geguckt, ja, was machen die besonders gut und was können wir uns vielleicht von denen abgucken? Ja. Also haben wir konkret noch nicht getan. Wir arbeiten mit denen in anderen Bereichen zusammen. Jetzt muss man dazu wissen, sehr kompliziert. Bielefeld liegt in Northwest Europe, das heißt also Nordwesten Europas. Und wir sind eben nicht bei den baltischen Staaten, aber wir schwappen manchmal rüber und gucken uns dann auch mal an, was machen die denn. Da sind wir insbesondere in dem Thema Verkehr mit denen sehr stark im Austausch. Wobei man sagen muss, nochmal, unser Beritt ist hier vielmehr so Nordfrankreich, Mittelfrankreich und Teile auch der skandinavischen Länder, die zählen dann zu unserer Region. Trotzdem, wie gesagt, der Gedankenaustausch da, aber über Einzelhandel haben wir an der Stelle mit denen noch nicht diskutiert. Referenzstadt von Herrn Rehme ist in jedem Fall Langenfeld, also ist jetzt ein kleineres Städtchen als Bielefeld, aber das ist das, was er immer sehr hochhält wie so eine Monstranz. Das ist ein Thema, wo er mit in Langenfeld mit dieser Karte gestartet ist. Und nochmal, das Thema ist neu. Ja, also es gibt jetzt noch keine großen Erfahrungswerte, nur dadurch, dass es neu ist, hat es auch bietet es die Chance, Appetit zu machen und darüber nachzudenken. Wenn das jetzt ein Thema wäre, was in anderen Städten schon reichhaltig ausgelebt werden würde, würde man mit Sicherheit keine Fördermittel mehr in Anspruch nehmen dürfen. Dann wäre ja, wie man so schön sagt, der Drops gelutscht. Da sind wir noch nicht. Und deshalb poche ich auch dafür oder versuche das auch mit viel Enthusiasmus nach vorne zu bringen, weil es für uns eine Riesenchance ist. Nenn mal so ein anderes Beispiel. Wer hätte denn gedacht, dass das Thema Start-up-Szene mit Pioneers Club und mit Founders Foundation dermaßen durch die Decke schießt? Also wenn man sieht, wenn Bielefeld momentan national mit einem Thema wirklich für Furore sorgt, dann mit genau diesem Thema. Und ich sage mal, das ist für mich Ansporn genug zu sagen, toll, das kann man nicht toppen, das werden wir nicht schaffen, aber das ist ein Thema, wo wir eine echte Chance haben. Jetzt höre ich gerade die ersten Meinungen und Fragen gibt es bei Facebook. Wir streamen ja live. Das macht es natürlich hier stimmungsmäßig erst nach 20.15 Uhr ein bisschen lockerer. Ja, darauf könnt ihr euch schon freuen. So, jetzt gucken wir mal. Lieber Marvin, wer fragt was? Genau, total super. Wir haben schon die ersten Fragen jetzt, die auch an Herrn Most gehen. Und zwar geht es vor allem um diese Bielefeld-Card. Zwei Fragen, die total gut zu kombinieren sind. Und zwar fragt Ina Hausmann, welche Kosten kommen auf die Stadt zusätzlich zu, wenn Fördermittel gewährt werden? Und Mini von Fricitelli fragt, welche Kosten sollen auf die Kunden zukommen für die Nutzung der Bielefeld-Card?
Ja, eine berechtigte Frage, Georg Moss. Ich stehe jetzt hier nicht und habe ein fertiges Kochrezept, habe ich nicht. Das muss entwickelt werden. Alles, also die Fragen finde ich gut, die sind mehr als berechtigt, kann ich momentan nicht beantworten. Im Grunde genommen soll das ein System sein, was mehr oder minder sich selbstladend ist oder revolvierend ist. Nenn jetzt mal ein Beispiel, nur vom Gedankenmodell her, das ist das, was wir miteinander besprochen haben. Die Karte hat irgendeinen Grundpreis, weiß ich nicht, wie hoch der ist. Das wird man sehen müssen, wenn man mit diesem Thema an den Start geht. Im Vorfeld kann man so etwas berechnen, heute viel zu früh. Aber dann lebt diese Karte im Grunde genommen davon, was der Kunde alles tut. Nennen wir ein Beispiel, er geht bei Ihnen einkaufen, Sie geben ihm über diese Karte ein entsprechendes Rabattsystem, ja, oder rabattieren irgendetwas. War ja eben bei den Parkhäusern, das ist ja nicht so, als wenn er jetzt umsonst da parkt, aber dadurch, dass er möglicherweise eingekauft hat, rabattieren Sie ihm die Parkgebühren. Oder er kommt im Bus, dann rabattieren Sie über Ihren Umsatz oder seinen Umsatz bei Ihnen den entsprechenden, die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs. Und vielleicht kommt er mit dieser Karte dann auch im Schwimmbad eben kostengünstiger in das Schwimmbad, weil er eben eine entsprechende Karte hat. Das ist etwas, ich sag mal, Identifikationssteigerndes für diese Stadt Bielefeld nach dem Motto, ich gehöre dazu, ich habe hier gewisse Privilegien und kann das für mich in Anspruch nehmen. Also über Geld hat man bis heute noch nicht wirklich konkret nachgedacht. Es ist einfach ein Gedankenmodell, was wir versuchen näher zu bringen. Wir haben das gerade seitens der Kaufmannschaft mit der Mobil zusammen initiiert. Da gibt es zum Beispiel ein Clip-Ticket, wo die ÖPNV-Nutzer für 99 Cent, ich glaube innerhalb von einem Zeitfenster von 3 Stunden, durch Bielefeld fahren können. Das sind so erste positive Schritte, wo auch der ÖPNV zeigt, kann ich das Auto mal stehen lassen, nutze über mein Smartphone diese App, kann, und diese Geschichte mit dem Clip-Ticket, die ist natürlich völlig übertragbar auf viele andere Dinge. Ja? Wo kann ich parken, wo kann ich ins Kino gehen, wo kann ich gut Sushi essen, viele, viele Dinge, wo kann ich gut Mode kaufen. Ja, also das sind so Dinge, die man über solche Profile halt immer näher bringen kann. Ein mega spannendes Thema. Bedeutet natürlich auch für den kleinen stationären Einzelhandel sicherlich auch, dass er sich ein bisschen verändert, dass er sich natürlich auch online verändert. Bei der letzten großen Befragung waren, glaube ich, immer noch 80% Faxe, die zurückgekommen sind. Das zeigt einfach, da ist noch ein bisschen Futter und noch einiges möglich, auch nach oben. Aber eine Facebook-Seite zu haben, ein Profil zu haben, vielleicht in der zweiten Reihe dann auch ein Instagram-Account, macht einfach Sinn. Man kann so viele Botschaften erzählen darüber, die momentan in der Regel kostenlos sind. Man kann viele Geschichten erzählen, Leute neugierig machen. Darum haben wir uns halt heute auch mal überlegt, wir probieren einfach mal die modernen Medien und zeigen gerade zu diesem Thema digitale Innenstadt, wie die Kaufmannschaft der Altstadt auch digital heute auftritt. Und ich bin gespannt, was die Auswertungen so nachher zeigen werden, wer uns alles so gesehen hat. Auf jeden Fall bleibt es mega spannend. Jetzt haben wir die kurze Phase hier nochmal überbrückt. Gibt es besondere Anregungen? Ich habe Jochen Janik leicht schmunzeln sehen. Gibt es da als Modefachhändler noch irgendwelche Ideen und Anregungen? Ja, Jochen Janik von Form 5. Herr Moss, ich sehe jetzt Sie als Vertreter von der Stadt und wir sind als Kaufleute gerade auch mit anderen Vertretern der Stadt im Gespräch, wenn es nämlich um das Verkehrskonzept geht. Und Sie haben das ja richtig angesprochen, der Onlinehandel gewinnt, der stationäre Handel leidet darunter. Und da ist es für uns unter anderem auch sehr, sehr wichtig, dass wir gut erreichbar sind in der Innenstadt. Und da haben wir ja momentan gerade die Diskussion, dass Hauptverkehrsadern, die in die Stadt führen sollen, einspurig ausgebaut werden sollen in der Zukunft. Und das kriege ich jetzt so nicht so ganz unter einen Hut. Auf der einen Seite will man mit der Smart-Geschichte dem Einzelhandel helfen. Und aber auf der anderen Seite geschehen Dinge,
wo wir befürchten, dass sie schlecht für uns sind, wenn die Erreichbarkeit insgesamt abnimmt. Als Beispiel, Sie haben gesagt, mit smarte Innenstadt, das könnte einer Pflegerin helfen, einen Parkplatz zu finden zum Beispiel. Gleichzeitig reduziert die Stadt aber die Parkplätze in der Innenstadt. Also das ist für mich jetzt nicht so ganz schlüssig, zumal beide Ideen aus dem gleichen Hause kommen. Also stimmen Sie sich da auch mit den anderen Dezernaten ab oder gibt es da schon Überlegungen, wie das weitergehen kann? Kann ich ja gerne darauf antworten. Also es ist sogar das gleiche Dezernat, es ist mein Dezernat. Ich muss dafür die Verantwortung übernehmen und übernehme sie auch gerne, weil es keinen Sinn hat, sich davor wegzuducken. Ich will es mal in wenigen Sätzen erklären, was würde passieren, wenn wir nichts machen würden. Was würde passieren? Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass jedes Jahr in Bielefeld 5.000 Autos mehr zugelassen werden als im Vorjahr. Jedes Jahr 5.000. So, wir können jetzt die Hände in den Schoß legen und warten, dann passiert das von selber, dann wird die Stadt im Grunde genommen im Verkehr dergestalt ersticken, dass gar nichts mehr geht. Wir werden in der Rush-Hour nur noch stehen, weil jedes Jahr 5.000 Autos mehr, ohne dass wir die Einpendlerzahlen dazu nehmen. Also wir wissen mittlerweile, 90.000 Einpendler jeden Tag in die Stadt rein, die bleiben irgendwo. Und das erlebt man momentan. Wir haben in Bielefeld eine ganz besondere Verkehrssituation. Einige Tunnelanlagen werden derzeit von der Deutschen Bahn saniert. Das vergisst man immer leicht bei dieser Diskussion, warum die Staus momentan so groß sind. Ja, warum? Weil der Verkehr gebündelt wird auf ganz wenige Straßensysteme. Brauche ich jetzt niemandem zu erklären, jeden Morgen Stabmauerstraße oder Dornberger Straße ist ein Desaster. Müssen wir nicht um heißen Brei drumherum reden. Also was würde passieren? Wir tun nichts. Dann wären wir im Verkehr, würden wir ersticken. Oder anderes Beispiel, hier vorne Jahnplatz. Was wäre passiert, wenn wir am Jahnplatz diesen Verkehrsversuch nicht durchgeführt hätten? Glaubt irgendeiner in diesem Raum, dass die deutsche Umwelthilfe gesagt hätte, ach, du bist aber so nett in Bielefeld, dich verschonen wir mal von der Klage? Nein, die deutsche Umwelthilfe hätte uns verklagt, sie hat uns auch jetzt verklagt mit Verkehrsversuch. Ich hoffe allerdings, dass diese Klage jetzt ins Leere geht, aber was haben wir geschafft? Wir haben geschafft, dass wir die Grenzwerte mit dem Verkehrsversuch erst einmal unter den Grenzwert bekommen haben. Das ist ein Riesenerfolg. Da kann man ja zu stehen, wie man will. Der eine kann sagen, es war Kacke, was er da gemacht hat oder doof oder was auch immer. Kann ich mit umgehen. Aber zunächst einmal gilt festzuhalten, wir haben es jetzt geschafft, unter die Grenzwerte zu kommen. Und im Grunde genommen haben wir der deutschen Umwelthilfe damit ihren Klagegrund entzogen. Also die können jetzt gerne klagen, das tun sie ja. Ich bin mal gespannt, wie die Gerichte entscheiden, ob sie diese Klage überhaupt zulassen. Das ist mal das eine. Perspektivisch ist es so, auch das ist ein Megatrend, das ist nicht nur in Bielefeld so, sondern das ist in ganz Deutschland so, die Verstädterung nimmt zu. Die Landbevölkerung nimmt dramatisch ab, alles zieht in die Stadt und wenn sie in die Stadt nicht mehr hereinziehen können, ziehen sie in den Speckgürtel der Stadt, eine Situation, die wir schon mal in den 70er, 80er Jahren des vorangegangenen Jahrhunderts hatten. Das ist alles nicht neu. So, und was passiert? Verkehre nehmen zu und was auch noch signifikant steigt, ist im Grunde genommen der tägliche Pendlerradius. Klar gesprochen, ich bin immer ein Freund von offenen Worten, kann ja nicht sein, dass wir schlicht und ergreifend einem ganz normalen Berufsfeld, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, eine Krankenschwester, es die Chance berauben, hier in Bielefeld zu leben, weil sie es nicht mehr bezahlen kann, das ist momentan so, dann ist die gehalten, aus der Stadt rauszuziehen und pendelt jetzt jeden Tag nach Bielefeld rein. Das ist momentan so. Und wenn wir diese ganzen Tendenzen weiterleben und ausleben, dann passiert das, was in anderen Großstädten schon lange der Fall ist, jeden Morgen Verkehrsgau. Den haben wir in Bielefeld noch nicht. Klar, wir haben Staus, aber wir haben keinen Gau. Aber in vielen, vielen Städten ist das so. Da stehen sie nicht Minuten, da stehen sie Stunden im Stau. So, da kommt auch der ÖPNV nicht mehr mit. Und um dem vorzubeugen, hat der Rat gesagt, bitte entwickelt ein Verkehrskonzept. Jetzt haben wir gesagt, es macht keinen Sinn, wenn wir hingehen, also weil es immer so heißt, da kommen dann die Verkehrsplaner, haben irgendeine schlaue Idee, sondern die haben gesagt, beteiligt alle möglichen Leute, das haben wir getan, die sogenannten Stakeholder aus allen Bereichen, da war die IHK dabei, da war die Handwerkskammer dabei, der ADAC, der ADFC und wie sie alle heißen, die waren alle mit. Da haben wir nachmittagelang, wochenendenlang in Arbeitsgruppen gesessen und haben überlegt, was machen wir. Und haben die gefragt und die Idee war, wir machen 6 Leitsätze. Wir formulieren 6 Leitsätze und wir sagen, wir möchten nachhaltig in Bielefeld den Modal Split, das ist die Aufteilung der Verkehrsarten, verändern als Ziel. Das heißt, die haben formuliert, wir möchten als Ziel bis 2030 diese Verkehrsarten verändern. Wir möchten mehr
den sogenannten Umweltverbund stärken und weniger den Individualverkehr haben. Das ist ein Ziel. Und bitte Rat, verhalte dich dazu. Das hat der Rat jetzt in seiner letzten Ratssitzung getan. Er hat sich dazu verhalten. Und das ist jetzt erst einmal das Ziel. Und bis 2030 sollen wir jetzt wieder auf die gleiche Art und Weise, wie wir das eben oder wie ich das eben erklärt habe, Maßnahmen entwickeln, wie man da hinkommen kann. Von dem Reduzieren von Hauptverkehrsstraßen ist momentan überhaupt nicht die Rede. Wobei ich ehrlich sein will, ausschließen kann ich es auch nicht, dass solche Ideen zumindest auf die Agenda kommen. Ob man das dann macht, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ich kann Ihnen sagen, wie ich dazu stehe. Ich sage Finger weg davon, weil wir unsere Hauptverkehrsadern zukünftig auch noch brauchen werden. Also wir brauchen sie noch eine ganze lange Zeit lang. Die jetzt zurückzubauen auf nur noch Einspuren oder Zweispuren, das wird in die Hose gehen. Also das ist meine Prognose. Da muss man andere Antworten geben. Aber es geht nicht so sehr darum, dass man jetzt den einen beschränkt, sondern es geht darum, dass man die Alternativen ausprägt. Und Herr Zimmert hat es eben angesprochen. Wenn Sie nach Graz fahren, in Graz am Flughafen ankommen, dann werfen Sie einen Euro in einen Automaten und dann können Sie mit diesem Ticket den ganzen Tag kreuz und quer durch Graz fahren. Sie fahren vom Flughafen bis nach Graz rein, Sie können sich innerhalb von Graz bewegen mit einem Euro. Das gleiche Geld kostet für jeden Grazer das Jahresticket. Der zahlt 365 Euro ein Jahresticket oder ein Monatsticket 31 Euro oder ein Wochenticket 7 Euro. Vollkommen egal, immer ein Euro. Was passiert? Die Leute machen das gerne, sie nehmen es an, weil das System transparent ist. Ich stehe auch da nicht wieder vor einem riesen Tableau und denke, in welcher Tarifzone bist du denn jetzt gerade und habe ich jetzt eine Haltestelle vergessen oder und, sondern ich zahle 1 Euro aus die Maus. Was passiert? Die Zahlen gehen natürlich nach oben, die Nutzerzahlen. Die Einnahmen sinken, weil natürlich das Tarifsystem ein anderes ist. Aber das ist zum Beispiel eine Idee von vielen, vielen anderen, die wir momentan auf dem Prüfstand haben. Und ich bleibe auch dabei, wir haben eine Riesenchance mit dem Fahrradverkehr. Nicht bei einem Wetter, wie wir es heute hatten, wo also sich Wind, kalte Temperaturen mit sehr viel Regen abwechseln. Wobei ich den Hut ziehe vor vielen, vielen Fahrradfahrern, die ich heute immer noch in der Innenstadt gesehen habe. Aber das ist eine Riesenchance vor dem Hintergrund der E-Mobilität. Also Pedelecs ist das Riesenzauberwort. Der Einzelhandel weiß, wovon ich rede. Die Umsatzzahlen gehen rasant in die Höhe. Jedes siebte von 10 verkauften Fahrrädern ist heute ein E-Bike. Das muss man sich mal erst mal vorstellen, was das bedeutet. Und da muss ich Angebote für machen. Denn wenn die Menschen auf das Fahrrad umsteigen sollen, dann muss auch hier etwas passieren. Dann kann es nicht sein, dass wir einfach hier stehen bleiben und sagen, dann seht mal zu, wie ihr klarkommt. Dann müssen wir Angebote machen. Wir müssen die Kinder wieder davon überzeugen, dass sie mit dem Fahrrad zur Schule fahren können. Was bedeutet das? Die Verkehrswege für die Kinder müssen sicher sein. Es kann nicht sein, also ich bin selber Vater von vielen Kindern, jetzt habe ich noch eine Nachzüglerin von 12 Jahren, die setze ich nicht alleine aufs Fahrrad, wenn ich nicht weiß, dass die auch einen sicheren Verkehrsweg hat. Dann ist mir das auch zu gefährlich. Und dann kann man mich auch als Helikoptereltern beschimpfen, das ist mir dann egal, kann ich mitleben. Aber das ist so ein Beispiel dafür, dass wir etwas tun müssen. Und wenn ich in die Innenstadt fahre mit meinem Fahrrad, dann möchte ich gerne einen sicheren Ort haben, wo ich mein Fahrrad abstelle. Denn ein Pedelec kostet auch entsprechend Geld. Und wenn ich wiederkomme, möchte ich, dass das noch dasteht. Also muss ich auch hier Angebote schaffen. Und. Da gibt es so viele Facetten, die wir alle miteinander denken müssen. Und dazu fordern wir jetzt auf. Wir sagen, Stadtgesellschaft, beteiligt euch an dieser Diskussion. Dann müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie verändern wir das denn? Es geht nicht um Verbote. Es geht nicht darum, dass wir sagen, so, du bleibst jetzt draußen oder du nutzt das, sondern wir möchten einfach appellieren daran, sich Gedanken darüber zu machen, wann setze ich mein Auto als sinnvolles Verkehrsmittel ein. Denn auch das müssen wir einfach konstatieren. Ein ganz signifikanter Anteil unserer innerstädtischen Verkehre sind Wegestrecken unter 3 Kilometer. Unter 3 Kilometer, ein Wahnsinn. Ja, da muss ich mir überlegen, muss das denn sein? Kann ich zum Beispiel, nenn mal so ein ganz blödes Beispiel, muss ich denn jeden Tag zum Einkaufen fahren oder kann ich dreimal oder ich sag mal für 3 Tage einkaufen gehen oder für eine Woche? Jeder von uns hat mittlerweile einen Kühlschrank zu Hause, also sollte das eigentlich möglich sein. Ja, und. Da gibt es so viele Facetten. Also durch das eigene Nutzerverhalten mal drüber nachzudenken, wo kann ich denn etwas dazu beitragen, sinnvoll dazu beitragen, dass dieser Verkehr weniger wird. Also nicht mit Verboten arbeiten, sondern mit Alternativen arbeiten, mit Anreizen arbeiten. Und dann, glaube ich, kriegt man das hin. Und das dient, das darf ich dann als Letztes sagen, der Altstadt bzw. der Innenstadt. Die ist nämlich attraktiv. Erstens, Sie können sie überhaupt noch erreichen, was Sie im anderen Fall wahrscheinlich gar nicht mehr tun. Und wenn Sie gar nicht mehr erreichen können, wenn Sie wissen, ich stehe da nur noch im Stau, da habe ich keinen Bock drauf,
dann fahren sie da gar nicht mehr hin. Und so haben sie dann auch entsprechend nette Luft, denn auch das muss man nochmal sehen. Im Sommer letzten Jahres, wenn ich abends durch die Altstadt gegangen bin, war doch irre, war doch toll. Sie fanden ja gar keinen freien Platz mehr. Die ganze Altstadt war doch voller Menschen und die sitzen sicherlich nicht da, wenn es nur nach Abgasen stinkt, man keine Luft bekommt und irgendwie, ich sag mal, kein Ambiente da ist. Aber das hat Bielefeld. Ich habe neulich von einer Touristin am Sonntag hier in der Innenstadt gehört, ich wusste ja gar nicht, dass Bielefeld so schön ist. Wissen Sie was, da ist mir was bei runtergegangen, also das fand ich toll. Großartig. Ja, am bekanntesten hat uns, glaube ich, gemacht, Bielefeld gibt es doch gar nicht, weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Und das nehmen wir einfach mal so mit und lassen es stehen. Wer hat noch Fragen? Wir haben die knackige Stunde gleich geschafft, ganz toll geschafft. Gibt es noch Sachen, die ihr loswerden möchtet, die heute konkret werden können? Ja, mein Name ist Tom Kummerfeld. Ich mache Kulturveranstaltungen in Bielefeld und deswegen finde ich diese Idee mit so einer Karte auch insofern sehr spannend und sehr gut, weil man da auch Rabattsysteme oder Kundenbindung vielleicht schaffen kann. Das Problem, was wir mit Veranstaltungen immer haben, ist auch, dass viel übers Internet geht, dass Online-Tickets gekauft werden, was ja auch super ist und das ist auch sehr praktisch. Aber man muss dazu wissen, dass mittlerweile fast 20% des Umsatzes für Veranstaltungen nur für den Vorverkauf aufgebraucht werden. Das heißt, das ist ein immenser Kostenfaktor. Und deswegen wäre die Frage, also einerseits finde ich super, wenn es eine Alternative dazu gibt, vielleicht sogar eine regionale oder lokale Alternative, dass man so eine Art Vorverkaufssystem auch macht, beziehungsweise wie man auch in anderen Bereichen es schafft, dass nicht dann, was weiß ich, Apple oder wer dann die ganzen Dienstleister, die dahinter stecken, dass die da hauptsächlich dran verdienen. Und beim Handel eigentlich nur so der Rest, so dass das Minimum hängen bleibt. Soll ich das beantworten? Besser. Ja, so als auch kleiner Veranstalter nebenbei beobachten wir das natürlich ähnlich, dass viel online passiert. Und da würde natürlich dieses Thema City Card oder Smart City Card, wie auch immer, ziemlich gut greifen, weil das muss nicht bei Eventim bleiben und in irgendeinem großen Netz oder Eventbrite landen. Das darf auch alles in der Stadt bleiben. Also das fände ich schon spannend. Ja. Wäre die Frage schon beantwortet, Herr Kummerfeld, oder wollen Sie es konkreter? Ja. Den hören wir jetzt nochmal. Ja, vielen Dank für die Frage. Es kommt natürlich hier jetzt ganz stark drauf an, Sie sprachen von dem Verkauf von Tickets im Internet. Hier habe ich jetzt natürlich mehrere Kostenstrukturen. Ich muss natürlich jetzt einmal die Plattform betreiben, sprich den Webshop und das Reservierungssystem. Kennen wir unter anderem ja nicht nur von Kinos, sondern auch von Hotels zum Beispiel. Das ist ja ähnlich. So, jetzt kann ich alternativ verschiedene Zahlungsmittel anbieten. So, die bekanntesten Zahlungsmittel sind natürlich Mastercard und Visa, überhaupt keine Frage. Aber auch andere Kreditkarten wie American Express oder JCB kommen in Frage. Und hier ist es von der Gebührenstruktur jetzt so, es hat vor 2 Jahren eine EU-Regulierung gegeben, die dafür gesorgt hat, dass die Gebühren von Mastercard und Visa gedeckelt werden. Früher konnte man hier im Endeffekt auf nationaler Ebene ein verschiedenes Pricing dieser Unternehmen vorfinden. So, das heißt also, grundsätzlich sind die Gebühren gesunken. Es kommt natürlich ganz stark darauf an, für was für eine Branche ich im Internet verkaufe. Ne? Also alles, was Spaß macht, Glücksspiel, Waffen und Ähnliches, ne? Ist natürlich entweder verboten oder sehr, sehr teuer. Für den stationären Handel oder für den normalen Online-Handel, was natürlich geht, liegen hier dann die Gebühren, ich sage jetzt mal, so irgendwo zwischen 1,5 und 2% vom Umsatz. Das wird bei Ihnen ähnlich sein. Ist damit die Frage beantwortet, grob? Großartig, schön, dass Sie dabei sind.
Wir brauchen mehr Fachleute. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen aus der Südkurve? Okay. Sehr gerne. Was mir noch ganz wichtig ist, weil das Thema kommt so sicher wie das Amen in der Kirche, Datensicherheit. Also bei den ganzen Modellen, die wir gerade nur mal denken, und sie sind jetzt erstmal als Gedankenmodell formuliert worden, muss man eins ganz klein in den Vordergrund aufstellen, das ist die Datensicherheit. Gehen Sie mal davon aus, dass viele Anbieter mit ihren Daten umgehen, immer mit dem Gedanken, daraus einen Profit zu machen. Also die sämtlichen Internetanbieter haben schlicht und ergreifend einen gewinnoptimierenden Gedanken dahinter stehen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass die Datensicherheit dabei nicht gewährt ist, aber an der einen oder anderen Stelle muss man sich Gedanken darüber machen, wie gehen die denn mit meinen Daten um? Und unser Ziel ist es, dass wir die Hoheit über die Daten, die uns zur Verfügung gestellt werden, behalten. Das heißt, der Bürger entscheidet darüber, wie wir mit diesen Daten umgehen. Deshalb halte ich es auch für sehr, sehr wichtig, dass so ein Thema bei einer Stadt bzw. von der Stadt dann betrauten Unternehmen verbleiben und man damit die Gewähr hat und die Gewissheit hat, dass sie da sind und nicht irgendwie für Dritte zugänglich gemacht werden. Also es soll im Grunde genommen ein Modell sein, was für Bielefeld zugeschnitten ist und was schlicht und ergreifend auch gewisse Kontrollmechanismen unterworfen ist, die schlicht und ergreifend der Souveränität des Rates unterliegen oder eines von ihm autorisierten Gremiums. Und da könnten zum Beispiel sich dann auch interessierte Bürger für engagieren und sagen, so, wir möchten dann mit auch gewähren oder Verantwortung dafür übernehmen, dass Datensicherheit gewährt wird. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, das sollte man auch ansprechen. Ja, zum Thema Sicherheit. Wir haben mit Sicherheit gleich 20.15 Uhr und ich wollte mich schon mal bedanken bei Ihnen, bei euch für das Kommen heute und den regen Besuch. Ich glaube, die digitale Innenstadt, das Thema geht jetzt erst so richtig los und wir sind in spannender Erwartung, was da alles so passiert in der Zukunft. Zum Thema Zukunft, unser nächstes Event möchte ich gerne noch mal erwähnen und allen Händlern und sonstigen Bielefelder Fans das Hut-Ab-Thema noch mal nahelegen. Am 6. April gibt es erstmalig ein Late-Night-Shopping bis 22 Uhr und wir befürchten eine mega volle Innenstadt. Da sind wir dann diesmal nicht digital, sondern ganz authentisch. Das wird nach wie vor auch eine große Stärke sein, wo die Kaufmannschaft natürlich nach wie vor dran ist, den Leuten das Leben in dieser Innenstadt einfach schmackhaft und besonders zu machen, neben einer tollen Gastronomie-Event gepaart, immer wieder schöne, besondere Dinge vorzufinden. Und wenn Sie an sich arbeiten und das Ganze so ein bisschen mit unterstützen und diese digitale Form mitleben, glaube ich, sind wir da auf einem guten Weg, dass Bielefeld auch noch weiter nach vorne kommt. Also zumindest für die Altstadt kann ich sprechen, da ist gerade auch viel Positives dabei. Ich hatte das anfangs schon erwähnt, wir werden auch unseren Vorstand etwas verjüngen. Da kommen neue Leute dazu, die viele tolle Ideen haben, die so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Und dahin wird die Reise, glaube ich, auch in dieser Bielefelder Altstadt ganz positiv gehen. Auf jeden Fall bedanke ich mich sehr. Vielen Dank bei Gregor Moss für überhaupt diesen authentischen Auftritt hier heute Abend. Ganz großartig, weil das ist auch nicht selbstverständlich. Und ich finde das ganz toll, dass dieses Format der knackigen Stunde so interessante Leute zu uns holt. Also vielen Dank für den tollen Abend. Gerne mal. So, jetzt sind wir nicht mehr online oder sind wir doch noch? Ach, wir sind noch online. Also für alle, die uns jetzt an den Bildschirmen zu Hause und an irgendwelchen Laptops sehen. Ich wünsche Ihnen euch einen schönen Abend. Ich hoffe, es hat gefallen. Das erste Live-Streaming Altstadt Live. Wir gucken mal, ob es noch weitere Formate gibt in die Richtung. Und jetzt wünsche ich uns hier noch einen entspannten Abend, ein schönes Netzwerken gemeinsam.
der ein oder andere hat vielleicht noch Fragen. Vielleicht können wir den Gregor Moss noch eine Viertelstunde haben. Trinken Sie, essen Sie. Wir sind vorbereitet und vielen Dank fürs Kommen. Dankeschön.